Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen meiner absoluten Lieblings-Adventskalender für euch, denn heute ist mein Parfüm Dreams Beauty Christmas Adventskalender eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser immens große Adventskalender war letztes Jahr genauso groß. Letztes Jahr hatten wir nur zwei unterschiedliche Frauen-Adventskalender. Einmal für ganz normal Beauty und einmal für die Haare. Dieses Jahr gibt es bislang auf jeden Fall nur den Beauty-Adventskalender. Der kostet 49,90 €. Ich bin super gespannt, welcher Warenwert sich hier drin verbirgt und welche Produkte vor allem, denn wir haben hier sehr große Kläppchen, was halt auch sehr, sehr verheißungsvoll ist, sodass wir gegebenenfalls nicht ganz so viele Mini-Proben drin haben werden. Aber auch letztes Jahr war es sehr, sehr cool. Wirklich. Sehr, sehr cool. Hat mir gut gefallen. Ja, ich habe auch den Männer-Adventskalender, den werde ich gleich im Anschluss auspacken, aber dann halt in den nächsten Tagen hochladen. Und ja, oder vielleicht geht der Männer-Adventskalender eher online. Vielleicht bin ich ein bisschen freaky drauf. Man weiß es nicht. Egal, ich möchte ihn jetzt aufmachen. Es gibt in diesem Video auch eine Verlosung. Ich will jetzt aber endlich wissen, was hier drin ist und wir starten mit der Nummer 1. Übrigens designtechnisch wunderschön, gefällt mir. Rentier macht Hops, fliegt durch die Gegend, Beauty Christmas. Ne? Ich finde den ein bisschen so, naja, du hast halt dieses Beige und dann hast du dieses Altrosa, sage ich mal, da drauf. Vom Design her okay, ne? Dann hast du noch ein paar Sternchen. Also es ist weihnachtlich. Ich würde mir den safe so hinstellen wollen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade voll interessiert an den Produkten und wir machen das erste Kläppchen auf. Und hier haben wir etwas von Kiehl's direkt drin. Ist aber tatsächlich eher etwas Kleineres, aber, also 5 Gramm von der Avocado Nourishing Hydration Mask. Aber es ist eine Maske. Die wird dir für 2 Anwendungen reichen und deswegen finde ich das gut, dass sie das auch in ein Tübchen gemacht haben und nicht in einem Sachet oder sowas, weil so kannst du das auch viel, viel besser dosieren und das gefällt mir richtig gut. So, Avocado ist auch ganz gut, Nourishing, also nährend finde ich ganz gut für die Haut und Hydration, also Feuchtigkeit, finde ich auch sehr, sehr gut für die Haut. Das heißt, wir starten hier schon mal sehr positiv. Dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 2. Hier haben wir etwas Großes drin und das ist sehr, sehr Déjà-vu-mäßig, ja, tatsächlich zu dem letzten Jahr, weil da hatten wir auch einen kompletten S-Oliver-Adventskalender. Hier haben wir jetzt so ein Produkt, was höchstwahrscheinlich ein Duschgel ist, genau. Bath & Shower Gel, 75 ml, Hashtag Your Moment. Also wir hatten letztes Jahr nämlich auch den S-Oliver-Adventskalender bei DM gehabt und da war so ein bisschen Overload von diesen Produkten. Deswegen habe ich mich persönlich ein bisschen daran satt gesehen, was natürlich schade ist, weil es ja eigentlich ganz geile Produkte sind und es riecht auch voll gut, ne? Aber es war halt ein bisschen viel, weil ich glaube, wir hatten allein dieses Produkt 2 oder 3 Mal in dem S. Oliver Adventskalender. Das war ein bisschen traurig, aber ne? Es ist jetzt hier, es ist gut und es ist okay. Dann gucken wir uns mal die Nummer 3 an. Die ist hier genau in der Mitte. Also die Kläppchen lassen sich schön öffnen, die Produkte lassen sich toll rausnehmen. Oh ja, hier haben wir ein Haarprodukt und zwar von einer Marke, die ich auch letztes Jahr durch den Parfüm Dreams Adventskalender kennengelernt habe. Und zwar René Futera oder Futera, keine Ahnung, Absolut Keratin. Das ist ein Shampoo mit 50 ml und das soll deine Haare reparieren und schön machen. Und ja, diese ganze Keratin-Geschichte ist ja auch irgendwie mega in, ne? Ja, wird gut sein. Wir hatten letztes Jahr was für koloriertes Haar drin. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das hier ist jetzt tatsächlich einfach für strapaziertes und geschädigtes Haar. Das habe ich und das finde ich gut. Und 50 ml ist auf jeden Fall auch eine gute Größe, um das einfach mal zu testen, um zu schauen, ob einem das auch gefällt vom Produkt her. Ne? So, hier oben ist die Nummer 4. Die ist klein, aber hoffentlich fein. Die ist wirklich sehr klein. Oh, da sind sogar 2 Produkte drin. Schön. Hatten wir woanders auch 2 drin und ich habe es nicht gesehen? Nee, das ist jetzt nur in der Nummer 4. Und zwar haben wir hier drin einmal von Biotherm das Live Plankton Elixier mit 5 ml. Das scheint mir so ein, ja, so ein Serum ist das, genau. Das hatten wir auch in anderen Adventskalendern drin. Ich habe das auch schon mal als Testprodukt tatsächlich gehabt. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen, weil ich den Duft so gar nicht mochte. Ja, aber es ist ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt. Ich finde es schön, dass es in der Tube so drin ist. Deswegen beschwere ich mich da auch nicht. Und das zweite, was drin ist, das finde ich cool, ist von Lancôme Bifacile ein ein Augen-Make-up-Entferner mit 15 ml.
Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Und auch das wieder eine hochpreisige Marke. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur 15 Milliliter sind, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und deswegen finde ich das cool, dass es drin ist. Es ist auch ein gutes Adventskalenderprodukt, um ehrlich zu sein. Das haben wir nämlich öfters mal in Adventskalendern drin. Dann gucken wir uns mal die Nummer 5 an. Die ist hier unten und die ist auch schon wieder so schön groß. Oh mein Gott. Okay, ja. That's Me von Helene Fischer. Ich gucke jetzt tatsächlich immer noch mal nach, ob da nicht vielleicht noch was Zweites drin ist. That's Me, Helene Fischer, 10 Milliliter. Und das ist ein Parfüm, Roll-On. Also entweder wird das in einen Adventskalender wandern, den ich schon für Freunde und Familie machen werde. Oder in den Parfüm-Adventskalender, den ich für euch sammle. Das ist eigentlich ein ganz schöner Duft. 10 Milliliter ist auch eine schöne Größe tatsächlich, da beschwere ich mich auch nicht. Wir haben hier tatsächlich einen Rollerball, das heißt, du hast hier oben nichts zum Sprühen, sondern du rollst dir das so am Hals, an den Handgelenken auf. Das ist nicht unbedingt meine Welt, muss ich gestehen. Du verschwendest dadurch zwar kein Produkt, weil du halt wirklich punktuell das genau dahin machst, wo es hingehört, aber ich mag nicht so gerne diese Rollerballs. Ja, genau, aber das ist auch ein schöner Duft. Habe ich auch schon mal gerochen, mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne. Aber ich habe genug Parfüms, seien wir mal ehrlich. So, jetzt gucken wir uns die Nummer 6 an. Und wenn die mal nicht riesig ist, dann weiß ich es auch nicht. Also die ist ja fast ein Viertel von dem Adventskalender hier. Okay, krass. Auch hier haben wir zwei Produkte drin. Nikolaus wird hier also ordentlich bedient. Krass. Okay, Cosnova hat hier was springen lassen. Und zwar haben wir einmal The Glorious oder Glorious Deep Metallic Highlighting Palette. Oha, die müssen wir uns genauer angucken. Das ist die Pink Selection, nein, Pink Seduction. Muss ich aufpassen, dass ich Sammy nicht mit dem Adventskalender treffe, denn der hat sich hier schön hinter mir aufgestellt. Der schleicht hier gerade so ein bisschen um mich herum. Captain Schleich. Ich habe ja auch Leckerlis, ne? Möchtest du einen hier? Ja. Pass auf, renn da nicht gegen. Genau, also eine schöne Palette. Ich habe die tatsächlich auch schon in der beigen Variante hier gehabt. Da musste ich gestehen, dass mir ein Ton sehr, sehr gut gefallen hatte. Die anderen beiden Töne nicht, deswegen hatte ich die aussortiert. Hallo. Weißabgleich, hallo. Und aber hier gucken wir jetzt einfach mal. Die sehen geil aus. Die sehen alle drei richtig geil aus. Da haben wir zwei sehr, sehr tragbare Töne. Das hier scheint mir so ein Champagnerton zu sein. Das hier scheint mir so ein etwas holographischer zu sein. Und das hier ist so ein bisschen ein Blushtopper. Und die wird behalten. Die swatchen wir mal. Love Highlighter sind richtig klasse. Und ich finde es nach wie vor schade, dass Love nicht mehr in den Drogerien vertreten ist. Also ich meine, guckt euch das mal auf den Fingern alleine schon an. Ne? Wahnsinnig schön. Ja. Ja, ja, sehr schön. Oh mein Gott, sehr metallisch und halt nicht glitzernd, sondern es scheint richtig, ne? Also das gefällt mir. Das ist schon mal ein Knaller und wir haben hier einfach mal nur, in Anführungsstrichen nur, die Nummer 6 und das finde ich, die fetzt schon mal, ne? Krass. So, dann haben wir hier auch noch ein Triangle Artist Powder Brush mit drin. Das hier ist ein Pinsel, der nennt sich Sloped. Keine Ahnung. Damit kannst du Puder auftragen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du damit sogar Foundation auftragen könntest. Nee, ja. Also Foundation kannst du damit wahrscheinlich eher leichter auftragen, weil die Pinselhärchen sind dann doch eher, ne? Aber du kannst da sehr, sehr gezielt mitarbeiten. Das sieht echt interessant aus. Also eine sehr scharfe Kontur könntest du dir damit ziehen. Das finde ich interessant. Den finde ich schön. Eine großartige Nummer 6, finde ich. Und jetzt gehen wir mal zu der Nummer 7. Die ist hier. Oh. Musk by Alyssa Ashley. Eau de Toilette. Das ist wieder ein Parfum. Und hier sind 8 Milliliter drin. Interessant. Also das ist wahrscheinlich auch eher etwas, was ich dann in den Parfüm-Adventskalender geben werde. Ich gucke mal, ob ich da irgendwas dran riechen kann. Bleibt der Kalender so stehen? Ja. Sehr schön. Ja. Riecht tatsächlich auch ein bisschen herber tatsächlich. Also das wäre nicht unbedingt mein Duft. Das scheint auch ein Unisex-Duft zu sein, denn du hast hier sowohl das Männlichkeits- als auch das Weiblichkeitszeichen. Ne? Und sowas ist ja überhaupt nicht meine Welt. Also ich bin sehr, sehr blumig unterwegs, was meine Düfte angeht. Mein Lieblingsparfum ist von Lancôme, das La Vie est Belle. Das finde ich super toll. Das ist für mich der Inbegriff in Weiblichkeit. So, jetzt gucken wir uns die Nummer 8 an, Sammy. Hier oben. Die ist aber klein. Was ich nicht schlimm finde. Klein heißt ja nicht, dass es schlecht ist, ne? Genau. Wir haben hier eine Ampulle drin. Und ich glaube, genau an dieser Stelle hier oben war letztes Jahr auch eine Ampulle drin. Genau.
Das ist die Perfect Glow Ampulle von Barbour. Und ich denke, dass ich die tatsächlich zur Seite legen werde, weil ich ja auch für einen Ampullen-Adventskalender am Sammeln bin. Also was ich alles am Sammeln bin, Leute, ne? Ich bin ja die kleine Sammelqueen hier mittlerweile. Aber das musst du auch. Wenn du so viele Adventskalender hier hast, dann musst du auch irgendwie dir eine Lösung überlegen, was du damit alle anfängst. Ich werde einen Großteil tatsächlich selber verwenden. Dann geht auch was an Freunde und Familie, also auch anhand von Adventskalendern. Dann werde ich auch selber Adventskalender zur Verlosung packen. Und ich werde auch vielleicht den einen oder anderen verkaufen, muss ich mal gucken. Nur, dass ich einen befülle und dann irgendwie verkaufe, muss ich mal gucken. So, jetzt kommen wir zu der Nummer 9, die letzte Zahl im einstelligen Bereich. Ich liebe den Parfüm Dreams Adventskalender, das ist einfach jeden Tag eine neue Freude. Das lohnt sich halt einfach, ne? Natürlich darf auch hier Lippenpflege nicht fehlen, aber hier haben wir eine von Tautropfen drin. Sea Book. Booked Horn, keine Ahnung, Nourishing Solutions, ein Lippenpflegestift mit 4,9 Gramm, das ist ja eine Full Size, ne? Ja, Lippenbalsam kann man auch gut in der kalten Jahreszeit gebrauchen, weil die Lippen dann auch immer etwas spröder sind durch die trockene Heizungsluft. Und jetzt kommen wir in den zweistelligen Bereich und haben hier unten die Nummer 10. Du kannst hier unten auch immer so eine Lasche einklappen und dann kannst du es öffnen. Ja, es ist Parfüm Dreams, ne? Es ist schon parfümlastig, da braucht man sich gar nicht, ne? Klar. Das heißt, wir haben hier jetzt das dritte Parfüm, beziehungsweise zwei sind das da drin, weil das sind zwei Parfümproben, a 1,5 Milliliter. Einmal ist das White Heaven Beach von Glam Fume, das ist dieses hier. Ja, hatten wir letztes Jahr auch drin. Ich finde solche Parfümproben, ne, so kleine haben in Adventskalendern meiner Meinung nach eigentlich nicht zu suchen. Aber du findest sie halt immer wieder drin. Ne? Hier ist es wenigstens eins, was du halt so sprühen kannst. Das ist nichts irgendwie, wo du reindippen musst oder so. Das ist dann schon mal wieder ein bisschen besser. Und ich glaube, das hier ist die männliche Variante, True Story. Muss ich aber nochmal recherchieren. Dann fände ich das aber sehr interessant, warum ein Männerparfüm in einem Frauen-Adventskalender drin ist. Auch das ist wieder halt zum Sprühen. Aber bei diesen schwarzen Verpackungen assoziiere ich da meistens halt ein Männerparfüm mit. Wobei auch das Black Opium ist ja auch von Yves Saint Laurent, ist ja auch in einer schwarzen Verpackung. Ne? Habe ich auch, da ist auch sehr geil, hatte ich gestern getragen. Naja, auf jeden Fall. Auch da 1,5 Milliliter. Naja, zum Austesten ist es okay. Aber ich muss gestehen, dass ich nicht möchte, wenn ich einen Adventskalender habe für 49,90 Euro, dass da Proben drin sind. Also Parfümproben. Nee, das mag ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 11. Das ist eine Schnapszahl, die befindet sich hier. Ja, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch drin, oder? Ja, manche Sachen wiederholen sich leider tatsächlich. Das ist das, ups, auch wenn es gute Produkte sind, aber es ist traurig. Moroccan Oil 10 Milliliter, das ist einfach ein Öl für die Haare. Ich glaube, Arganöl ist das, ne? Ganz, ganz gutes Arganöl. Das pflegt einfach die trockenen Haare. Sowas tut mir auch echt gut. Das kann ich gut vertragen. Hatten wir letztes Jahr auch in vielen Adventskalendern drin. Eben weil das halt auch so ein beliebtes Produkt ist, ne? Deswegen ist es okay, dass es drin ist, weil es halt auch ein wirksames und gutes Produkt ist. Andererseits war es letztes Jahr auch schon drin, ne? Da könnte man etwas kreativer werden. Die Nummer 12 ist sehr interessant geformt. Ah ja. Das ist Ahava. Ahava ist auch eine Marke, die kenne ich aus der Juvenilis Box und aus der Vegan Beauty Basket. Und das ist, ja, ich glaube Naturkosmetik sogar. Das ist 40 Milliliter Dead Sea Water Mineral Body Lotion. Die habe ich auch schon mal verwendet und aufgebraucht und die hat mir ganz gut gefallen. Vom Duft her ist es nicht ganz meine Welt, weil das halt schon so einen sehr aquatischen, fast schon leicht männlich herben Duft hat. Also das ist ein Unisex-Produkt. Aber ja, ne, das ist halt pflegend gewesen. Deswegen war das eigentlich dann schon wieder positiv. So, dann ja, Halbzeit. Mauerhalbzeit, oder? Eigentlich schon. Wobei, jetzt haben wir mal eine Bodylotion. Ansonsten haben wir hier mehr sowas für Gesicht, Haare gehabt. Wobei das Duschgel war auch für den Körper, ne? Egal, vergesst, was ich gesagt habe. Es war Tinnif. Dann gucken wir uns mal die Nummer 13 an. Die haben wir hier. Ah, nee. Jetzt geht's weiter mit Parfümproben. Das mag ich nicht. Auch wenn es der Parfüm Dreams Adventskalender ist. Ich mag es jetzt leider nicht, dass da Parfümproben drin sind. Vor allem, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin. Montral oder Montal Paris Roses Mask. Das ist diese Probe hier. Und das ist halt wirklich 2 Milliliter
immerhin, aber auch hier ein Sample Not For Sale und so weiter, das ist auch zum Sprühen, das finde ich auch positiv. Ich glaube, das ist auch so ein super geiles Parfüm, wo viele extrem drauf stehen, aber naja, finde ich schade, geht in den Parfüm Adventskalender rein oder wie auch immer ich das handhaben werde, muss ich mal gucken. Die Nummer 14 haben wir hier. Oh, wir haben etwas von Joop drin. Joop Fragrances, was ist das? Lip Balm. Okay, der zweite Lippenbalsam, na gut. Das ist dieser hier mit 15 Millilitern. Das ist ganz schön groß, das ist eine Tube. Lippenbalsam in Tuben finde ich gut, verwende ich gerne so vorm Schlafengehen. Das ist eigentlich immer so meine Wahl, steht dann bei mir am Bett. Weil unterwegs finde ich das immer ein bisschen blöd, wenn ich dann noch mit den Händen in mein Gesicht gehe oder so. Weil mit dem Applikator selber, das ist dann meistens ja so ein Rausquetsch-Applikator, ne? Gehe ich eigentlich nicht unbedingt, ja, das ist halt so ein Tubenvieh, gehe ich nicht so gerne an meine Lippen. Genau, du musst es halt mit den Fingern irgendwie verteilen. Und witzig finde ich, dass es halt dann wohl den Duft haben soll von Joop Wow. Finde ich in einem Lippenprodukt sehr, sehr interessant. Also in einem Lippenpflegeprodukt, ne? In Lippenstiften, Liquid Lipsticks und so kennt man das ja, dass man da einen Duft mit bei hat. Aber bei Lippenpflege, interessant. Hoffentlich nicht zu stark parfümiert, weil ansonsten kann es ja auch schon wieder austrocknend wirken. Dann wäre das ja fast schon kontraproduktiv. Aber gut. So, das war die 14. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 15 und die ist hier. Ja, hier haben wir auch wieder ein Parfum drin, was auch eins meiner Lieblingsparfums ist. Das habe ich in der Full Size, habe ich tatsächlich von einer Freundin mal geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank. Und hier sind 4 Milliliter drin von dem Narciso Rodriguez. Aber das hier ist das Eau de Parfum Ambré. Ambré ist ja nochmal eine etwas andere Duftnote als das klassische, was ich zum Beispiel auch da habe. Und hier, ja, 4 Milliliter ist okay, finde ich, ne? Wir gucken mal rein. Ich weiß auch nicht, warum 4 Milliliter dann schon wieder okay für mich ist, wenn ich mich bei 1,5 oder 2 Millilitern beschwere, ne? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig bei mir manchmal. Aber gut, wahrscheinlich, weil man das dann ausgiebiger testen kann und das halt nicht nach einer Probe aussieht. Es ist schon eine Luxus-Probe, ne? Weil das ist ja auch kein günstiges Parfum. Es wird dann wahrscheinlich etwas holziger riechen als das normale Narciso Rodriguez. Ja, aber ich finde es ganz cool, dass wir hier auch 4 Milliliter wirklich drin haben. So, jetzt haben wir aber tatsächlich genug Parfums, finde ich persönlich. Wir können jetzt auch mal ein bisschen mehr wieder zur richtigen Pflege kommen. Wir können auch gerne zu dekorativen Kosmetik zurückkehren. Da waren wir jetzt ja einmal kurz dran vorbeigeschlittert. Vielleicht jetzt nochmal, mal gucken. War das jetzt schon die 15? Ja, ne? Dann gehen wir jetzt hier zu 16. So, ich werde nicht traurig gemacht. Das finde ich gut. Wir haben hier zwei Produkte drin. Einmal haben wir hier von Joico Defy Damage Protecting Shampoo 50 ml. Ich glaube, das war letztes Jahr in dem Haar-Adventskalender mit drin. Das ist halt ein Friseurprodukt. Das ist relativ hochpreisig und ja, das soll halt das Haar entsprechend pflegen und Stärke geben und Kraft geben. Das finde ich eigentlich ganz nett. Von daher finde ich gut, dass es drin ist. Das zweite Shampoo in diesem Adventskalender. Und jetzt haben wir hier Augenpatches von Refectocil drin. Eye Care Pads. Intensive Feuchtigkeit, erfrischend, unterstützt die Hautglättung. Nett. Ja, finde ich ganz gut, ne? Auch gerade so als Adventskalenderkläppchen. Ich persönlich verwende sehr, 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 sehr gerne. Von YesStyle habe ich mir die, habe ich mir die ausgesucht, wurden mir zugeschickt. Das sind so welche 60 Stück in einem Pöttchen. Das ist ein bisschen nachhaltiger, weil du halt hier immer wieder Müll natürlich hast, ne? Aber ich denke, dass die sehr gut sein werden und das werde ich mir mal angucken. Und hier, nein, warte mal. Schützt die Augenpartie beim Lash and Brow Styling. Das finde ich ja auch interessant. Also du machst die drauf und kannst dir dann die Augen schminken. Das finde ich wirklich interessant. Das ist neu. Also so habe ich das noch nie verwendet. Das finde ich, das muss ich austesten. Aber da muss ich mir die Augen erst schminken und dann kann ich erst meine Base machen. Ne? Das mache ich sonst immer andersrum. Egal. Die Nummer 17, die kannst du bestimmt auch irgendwie anders tragen, ohne dass du dich dann schminkst. Aber gut, ja. Da. Auch wieder so eine interessante Kläppchenform, weil so schräg, ne? Aqua di Colonia. 4711, wa? Jo. White Peach and Coriander. Das ist ein Duschgel mit 75 Millilitern. Ja, kann man auf jeden Fall machen, ne? Riecht halt wirklich nach 4711. White Peach and Coriander, das heißt weißer Pfirsich und Koriander. Also leicht kräuterig und so ein bisschen fruchtig. Fruchtige Süße. Riecht auf jeden Fall angenehm und draußen bellt irgendein Hund.
Sammy lässt das vollkommen kalt. Ja, nett. Aber jetzt nichts, was mich so vom Hocker haut. Aber es ist wieder Pflege, das finde ich schon wieder nett. So, 18. Ja, Sensei, das ist teuer. Und das ist wirklich teuer. Und deswegen sind da auch 4,6 Milliliter drin. Advanced Day Cream. Ist natürlich eine sehr, sehr kleine Größe, um das wirklich auszuprobieren, um zu schauen, wie die Haut da wirklich über einen längeren Zeitraum gegebenenfalls drauf reagieren würde. Wir hatten mit Lichtschutzfaktor 30 übrigens, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, mich erinnern zu können, das Sensei Puder drin, was ich nie verwendet habe. Keine Ahnung. Ist auch ein bisschen schade, ne? Weil super teuer. Ich glaube, ich habe mich nie getraut, das zu verwenden und irgendwann habe ich es dann weitergegeben. Ja, ist halt ein kleines Tübchen. 4,6 Milliliter, aber das hast du dann auch einfach mal schnell ausprobiert, ne? Keine Ahnung, wie lange man damit hinkommt. Wahrscheinlich auch so eine Woche oder sowas, ne? Ja, hier hast du dann auch noch wirklich so einen Beipackzettel und so weiter dabei. Wenn man sowas dabei hat, dann weiß man meistens, okay, okay, das, was ich in der Hand halte, ist ein bisschen teurer. Ja. Muss man mal gucken. Aber ist cool, dass es drin ist, weil es ist eine sehr, sehr teure Marke. Darüber freue ich mich tatsächlich immer sehr. Gut, Nummer 19, die haben wir hier an der Seite. Ja, das dürfte jetzt die obligatorische Handcreme sein, die auch in diesem Adventskalender nicht fehlen darf. Wenn wir jetzt noch gleich eine Nagelfeile haben, dann raste ich aus. Von L'Occitane, 10 Milliliter ist das eine for dry skin, also für trockene Haut. Jo, ne? Ist halt so ein kleines Tübchen. Jo, Handcreme halt. Muss in jeden Adventskalender rein, sonst sind sie traurig, wenn sie es nicht reinpacken dürfen, um ehrlich zu sein. Gut, dann machen wir die Nummer 20 mal auf. Das hatte ich letztens erst in einem anderen Adventskalender drin. Also Alcina scheint auch tatsächlich gerne jetzt in Adventskalendern vertreten sein zu wollen. Und zwar ist das der Lip Glow in der Farbe Bold Nude 020. Also exakt diesen hier hatte ich schon in einem anderen Adventskalender. Ich spoilere euch jetzt nicht in den einzelnen Adventskalender-Unboxings über andere Adventskalender. Das finde ich blöd. Ich kann nur sagen, dass es in einem anderen drin war. Ja. Okay, ja, ist halt exakt die gleiche Farbe. Das sieht ein bisschen intensiv aus, ist es aber gar nicht. Der gibt dir nur so einen leichten Hint of Tint auf die Lippen. Ist halt ein kleiner Lipgloss, ist ein schöner, feiner Lipgloss und macht halt die Lippen so ein bisschen dunkler einfach. Ja, ist eigentlich ganz schön. Also, wie gesagt, den anderen habe ich behalten und der hier wird dann anderweitig seinen Einsatz finden. Gut, 21 jetzt hier genau in der Mitte drin. Okay, hier kriegen wir ein bisschen was für die Chillness. Gut festgeklebt. Also verrutschen wird hier wahrscheinlich in diesem Adventskalender nichts. Und loslassen. So richtig hardcore festgeklebt, ey. Einmal so ein Tesastreifen mittendurch. Okay, zuallererst haben wir hier von Annemarie Berlin Hyaluron Augenpads. Ja, mit Sofort-Effekt. Also auch schon wieder das zweite Paar Augenpads. Was jetzt nicht so schlimm ist, ne? Es ist jetzt relativ nah aufeinander. Das hätte man ein bisschen besser verteilen können. Genauso wie auch die Parfums besser hätten verteilt sein können. Egal. Und ja, weil Augenpatches kannst du in der Theorie ja fast schon täglich machen. Deswegen ist es ganz nett. Doch. Ist auch eine interessante Marke. Und das hier ist etwas, was in den Adventskalender von meiner Stiefmama wahrscheinlich seine Anwendung finden wird. Und zwar von Kneipp das Aromasprudelbad Träume der Provence mit Lavendelduft. Das ist so eine ganz große Badetablette. Und dazu habe ich eine kleine Story. Ich kenne Kneipp tatsächlich von damals auch, da hatten wir ja auch, als ich mit meinen Eltern noch in einem Haus gewohnt habe, tatsächlich eine Badewanne. Und ich kannte Kneipp nur als Badetabletten. Wir hatten immer so ein Ding, oder war das Tetisept? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so ein Ding, wo jede Badetablette einzeln in so eine bunte Alufolie verpackt war. Ihr könnt euch safe dran erinnern, wenn ihr ungefähr in meinem Alter seid oder wenn ihr ein bisschen älter seid, weil dann habt ihr das bestimmt auch gehabt. Das war halt der Renner. Ich habe das überall gesehen. Alle Haushalte hatten das echt. Und ne, wenn ich halt selber gebadet habe, hat meine Mama dann immer so eine Badetablette reingemacht und dann hat das immer schön gesprudelt und das war immer schön und dann konnte man sich vorher immer eine Farbe aussuchen und einen Duft. Ich habe das immer tierisch gefeiert und das war halt immer so richtig schön, ja, Homespa. Und entweder kriegt dann meine Mama das als Nostalgiegeschichte oder mein Papa, beziehungsweise die jeweiligen Partner, wie auch immer, mal gucken. Und ja, riecht voll gut. Ja, Lavendel. Ich mag ja auch Lavendel total gerne. Egal. So, 21 war das jetzt. Dann gehen wir jetzt mal zu Nummer 22. Die zweite und letzte Schnapszahl. Ui. Ich meine auch, dass wir das letztes Jahr im Adventskalender drin hatten. Ist mir furzegal, denn das ist von Shiseido das Ultimune Power Infusing Concentrate mit 10 Millilitern. Das ist ein Gesichtsserum von Shiseido, was sackenteuer ist und was ich
richtig gut finde. Ich habe mir auch selber schon ein Backup aus einem anderen Adventskalender, den ich schon geöffnet habe, da behalten. Und das hier wird dann wahrscheinlich weiter wandern. Ich werde es aber mal kurz aus seiner Verpackung rausholen. Der Adventskalender bleibt wirklich stehen, Leute. Und das ganz ohne hinten Ständer dran oder so. Genau, so schaut das aus. Und das ist halt wirklich eine ganz hochwertige Geschichte. Und ich glaube, so eins der Pflegeprodukte von Shiseido, die man halt so kennt, ne? Das soll halt wirklich Energie geben, das soll Glow geben, das soll die Falten glätten und das soll alles wundervoll machen. Habe ich sogar, glaube ich, schon mal verwendet und kann ich nichts Schlechtes von berichten, ne? Um das mal so ganz westfälisch zu sagen. So, hier haben wir die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend, und natürlich erwartet uns hier ein Parfum. Das ist von Elizabeth Arden, das White Tea Mandarin Blossom mit 10 Millilitern. Das wird extrem safe in den Adventskalender wandern, weil ich weiß schon, was drin ist. Das hatte ich auch schon mal da tatsächlich. Und zwar ist das, das Elizabeth Arden White Tea, mag ich sehr, sehr gerne, habe ich schon mal aufgebraucht. Und das hier ist halt so ein Mini-Flakon. Mhm, genau. Und das riecht halt so leicht mandarinig, was halt sehr zur Weihnachtszeit passt, ne? Also auch so ein leicht säuerlich-fruchtiger Duft mit dabei. Das finde ich ganz schön. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super extrem teuer, aber es ist schon schön. Eau de Toilette Spray ist das. Und vor allem ist es ein Sprayer. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und 10 Milliliter ist eine schöne Geschichte. Also da ist die Nummer 23 schon mal sehr, sehr positiv jetzt abgelaufen. Jetzt schauen wir uns das Größte an. Das ist hier in der Nummer 24. Letztes Jahr hatten wir da so eine richtig fette Bella Pierre Cosmetics Face Palette, glaube ich, drin. Oder Blush Palette. Habe ich die überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Und hier haben wir etwas ebenfalls von Bella Pierre Cosmetics. Oh. Hier muss man aufpassen. Letztes Jahr waren nämlich manchmal auch zwei Produkte drin. Bei mir waren keine zwei Produkte drin. Hier sind aber auch keine zwei drin. Ne? Also da muss ich sagen, ich habe hier wirklich in Anführungsstrichen nur die Palette. Contour and Highlight Cream Palette. Also ich sag mal so, Cream Contouring und Cream Highlighting. Nee, Cream Contouring ist nicht mehr so in, wie es mal war, aber Cream Highlighting kommt immer mehr. Genauso wie Cream Blushes, ne? Und Cream Bronzer. Das finde ich sehr interessant und ich denke, hier haben wir dann eine ganz gute Auswahl. Vor allem, weil man diesen sehr rötlichen Ton auch bestimmt sehr gut als Blushton verwenden kann, ne? Gerade wenn man halt eigentlich so drauf ist wie ich. Ja, das ist dann sehr, sehr natürlich, weil der fast schon rosenholzmäßig jetzt hier so rüberkommt. Richtig, richtig gut. Werde ich austesten und mal gucken, ob ich mich jetzt tatsächlich auch mehr an dieses Cream-Gedönsen damit auch rantraue. Aber schön finde ich die auf jeden Fall. Ich finde es immer schwierig bei solchen Paletten, weil du immer irgendwas drin hast, was dir nicht passen wird. Ne? Zum Beispiel der Ton ist mir auf jeden Fall viel, viel zu dunkel. Wobei andere sagen werden, ah, der ist mir viel, viel zu rotstichig, zu hell. Aber da muss ich mal gucken, wie ich die einfach in Einsatz bekomme. Es gefällt mir, dass hier auch ein Spiegel mit dabei ist. Also es ist ein Highlight-Produkt und definitiv für die Nummer 24 sehr, sehr gut gemacht. Leute, geiler Adventskalender und ich suche euch mal eben kurz die Produkte raus, die du in diesem Video gewinnen kannst. Auch dieses Mal habe ich mir wieder 5 Produkte ausgesucht, die ich gerne verlosen möchte. Das ist einmal hier das Duschgel von S. Oliver, dann von Alcina der Lip Glow, von Biotherm das Live Plankton Elixier, dann die Handcreme von L'Occitane, das ist diese hier, und last but not least von Annemarie Berlin die Augenpatches. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht wie immer unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Mein Fazit zu diesem wirklich mittlerweile immer noch gut aussehenden Adventskalender ist wieder, genau wie letztes Jahr auch, durchweg positiv. Natürlich haben wir hier manche Proben drin, wo wir sagen könnten, andererseits, ne, es ist einfach, es sind auch hochpreisige Proben. Dementsprechend, ich beschwere mich nicht. Also im Großen und Ganzen passt es. Ich glaube, jedes Kläppchen würde mich persönlich im Advent glücklich machen. Außer vielleicht wirklich die beiden Kläppchen mit dem Parfüm. Proben, Proben, Proben. Aber ansonsten hat sich der Adventskalender schon rentiert, ne? Also schaut ihn euch auf jeden Fall an. Jetzt in der Glamour Shopping Week kann man mal schauen, ob man vielleicht den sogar mit Rabatt bekommen kann. Und ihr findet bestimmt einen Rabattcode dafür. Safe. Also den gibt es doch jetzt wie Sand am Meer. Ansonsten, wenn ihr ganz krass drauf seid, dann wartet einfach noch ein Jahr. Denn letztes Jahr ist so im August, sind die ganzen Adventskalender von letztem Jahr online gekommen. Nein, dieses Jahr im August sind die vom letzten Jahr online gekommen für 20 Euro, glaube ich. Also für einen Apfel und ein Ei. Aber das müsst ihr selber schauen, inwiefern ihr pokern wollt. Und ich kann ihn auf jeden Fall wärmstens empfehlen, weil ich ihn wieder sehr, sehr gelungen finde. Jo,
Und das war jetzt auch mein Unboxing, ne? Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!